Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Rome Total War Armenien Kampagne. Ja, in der letzten Schlacht haben wir versucht, Arsakia einzunehmen von den Parthern, die Hauptstadt, allerdings nicht sehr erfolgreich und haben dabei unseren General verloren, ein wichtiges Familienmitglied. Jetzt müssten wir uns ein bisschen zurückziehen und erstmal eine defensive Politik verfolgen, bin ich der Meinung. Allerdings kann das auch nach hinten losgehen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sie reagieren. Ja, wir bauen gerade in Artaxata einen Markt und bauen auch zeitgleich hier Kotais, also unsere Kleinstadt an der Küste, eine große Mine. Mal sehen, ob das großartig weiterhilft. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich muss jetzt hier die Briten im Bogenschützen abziehen, plus General, theoretisch gesehen, damit ich Unterstützung an der Front bekomme. Werde hier deswegen Steuersätze ein bisschen senken, damit ich gewährleisten kann, dass der halt nicht so viel passiert. Der General dürfte mir dann doch eine Menge helfen. Und dann brauche ich auch die skythischen Söldner hier noch, damit ich wenigstens mehr Feuerkraft habe, gerade gegen die feindliche parthische Armee, die sich hier irgendwo rumtreibt, die es noch zu vertreiben gilt. So, die Seleukiden haben hier gerade eine Rebellenarmee vernichtet, was natürlich super ist. Guck mal hier ist nichts. Erstaunlich. Jetzt empfiehlt es sich, die beiden Armeen zusammenzuführen, dass man eine schöne, ja, relativ starke Streitkraft hat. Dann nochmal am besten, denke ich, die beiden Truppen hier sogar. Erstmal die sarmatischen Söldner, dass man überhaupt wieder Kavallerie hat, die wirklich von Bedeutung ist. Artaxata hat jetzt den Markt fertig gebaut. Da kann man eigentlich jetzt sowas wie einen Schrein bauen, damit man halt doch ein bisschen was fördert. Das empfiehlt sich jetzt hier in meiner Situation lieber, was zu bauen, was auch die Erfahrung der Einheiten pusht, sodass ich wenigstens bessere Einheiten habe, die ich einsetzen kann gegen den Feind. Aber ich sage, können wir auch die Runde schon wieder beenden. Wir haben nun mal momentan nicht so die Situation, dass wir wirklich ausgeben können. Wir müssen uns eigentlich eher gegen die Parther behaupten. Und ich hoffe mal, dass das noch klappt. Jetzt haben wir einen General, gut. Aber naja, die Frage ist, ob halt das auch reicht. Ich werde jetzt hier drüben noch einen Turm bauen und man sieht, da drüben ist eine parthische Armee. Darüber sollte man doch ein bisschen Bedenken haben und aufpassen. Ich versuche jetzt mal hier auch. Ups, falsche Richtung. Wollte den jetzt hier eigentlich angreifen und vernichten, aber wenn ich Glück habe, kann ich hier gegen Arsis kämpfen. Das ist ja ein parthisches Familienmitglied und wenn ich das töte, bin ich immerhin noch einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Ja, das wäre jetzt mindestens ein deutlicher Vorteil für mich. Artaxata hat jetzt auch den Schrein fertig gebaut. Jetzt würde ich empfehlen, Tempel zu bauen, damit wir eben hier erstens eine bessere öffentliche Ordnung haben und dann doch noch mehr Erfahrung kriegen können dadurch. Trotzdem müssen wir jetzt die Runde beenden, weil wir einfach nicht die Gegebenheiten haben, um noch großartig weiter zu pushen und zu pushen. Wir brauchen auch Geld und können nicht alles sofort wieder ausgeben. Deswegen hoffe ich, dass die Minen sich jetzt auch als großen Vorteil erweisen. Gerade, dass wir im Krieg gegen die Parther noch effektiver vorgehen können. Es ist ein sehr wichtiges Glied. Ja, und er hat den General hier gerade ziemlich offen gelassen. Da habe ich eigentlich gute Karten, den zu töten. Die westliche Infanterie kann demzufolge nicht rechtzeitig als Verstärkung eintreffen. So, ich werde mir jetzt nochmal die östliche Infanterie dazuziehen, damit ich bei der Belagerung wenigstens wieder was habe, um ein bisschen Kills machen zu können. Jetzt greife ich. Oh, hier ist ja auch noch was. Nochmal östliche Infanterie, ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt greifen wir hier an. Der zieht sich auch zurück. So, jetzt kann man den General hier töten, denn wenn der weg ist, dann haben wir ein Problem weniger, was es zu bekämpfen gilt. Gucken wir uns erstmal seine Erfahrung an. Gut, ist nicht das Beste. Ist zwar besser als unser General, aber wir werden das wohl trotzdem noch packen können. Denn immerhin haben wir eine richtige Armee. Er hingegen hat nur einen 13-Mann-Trupp. Und ob der sich so lange uns widersetzen kann, ist ja auch so eine fragwürdige Sache. Ah, gucken wir mal, wie sich die Gegebenheiten hier entwickeln, damit wir effektiv die Armee besiegen können. So, legen wir mal los. Machen erstmal Positionierung starten. Ah, die östliche Infanterie mit einem General. Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft. So. Stellen wir die mal so hin. Wir haben ja jetzt auch zahlreiche Bogenschützen hier. Insgesamt 7 Trupps an der Zahl, was ja eine ganz schön beträchtliche Zahl ist. Muss man mal so bedenken. Ich werde mit 7 Trupps jetzt gleich erstmal seinen General beschießen. Was natürlich auch deutlich Vorteile verschafft. Hab hier nochmal ein bisschen Nahkampfkavallerie. Auch nicht mehr viel, leider, leider. Und noch ein General, das ist ja doch ganz schön viel.
So. So, lassen wir die mal hier rauf. Eigentlich ist alles hier überwiegend nur ein Kavalleriekampf. Da ich eben doch sehr Kavallerie fixiert bin, muss ich halt doch eben mehr das ausspielen, was ich jetzt hier habe an Vorteile. Jetzt dieser Massevorteil entfallen, könnte ja doch eigentlich den General doch schnell hier schmälern, glaube ich. Sogar, ja, ich glaube so, dass es durchaus klappen dürfte. Immerhin habe ich jetzt hier 7 Trupps, die auf einen schießen. Ja, und der auch nicht gerade die besten Rüstungen hat. Na, hält sich doch noch recht human am Anfang, also kaum Verluste, nahezu nichts. Wenigstens habe ich die eindeutige Siegeschance hier auf meiner Seite. Endlich mal gegen Partien. Wenn ich den General hier besiegen kann, dann haben sie eben Führungsmitglied weniger, was mir Probleme machen kann. Und gerade dieser hier war ja auch einer im Krieg gegen uns aktiv, also in der Belagerungsschlacht. Und wenn ich den töte, ist das natürlich auch schön für mich. So, markiere ich schon mal, dass falls der jetzt flieht, dass ich sofort hinterher rushen kann. Im Nahkampf. Oh ja, das ist wohl wieder so ein KI-Bug, denn er rennt ja immer wieder hin und wieder zurück. Und naja, nicht gerade das Beste. Trupp dürfte auch bald den Geist aufgeben, hat nur noch 7 Mann. So ungefähr noch die Hälfte. Ich habe noch mehr als 3 Viertel meiner Munition und all meinen Truppen. Da hat er eigentlich hier keine guten Karten mehr. Jetzt fährt schon der nächste. Ja, der Generalstrupp ist hier in der Kampagne teilweise schon ganz schön mächtig. Gegen Online-Battle ist der absolut nicht zu empfehlen. Also es gibt wirklich selten Schlachten, wo es sich lohnt, den General mitzunehmen. Ja, und hier sieht man halt, dass es sich mal nicht lohnt. Also hier ist er halt mal sehr effektiv anfangs der Kampagne, weil es eben keine gute Kavallerie gibt von beiden Seiten. Beziehungsweise gute Einheiten, die sich da irgendwie wehren können. Deswegen ist anfangs der General hier immer sehr overpowered. Das war lang gerannt jetzt. Ich glaube, das dürfte nicht lange überleben. Ich spule mal lieber ein bisschen vor. Jetzt sind es noch 3 Reiter. Gleich noch 2, wette ich. Ja. Dann ist noch einer. Der ist auch gleich tot, weil er nicht flieht. Und dann ist, denke ich, sicher erstaunlich, dass der General so viel Trefferpunkte hat. Aber na gut. Immerhin ist der ganze Trupp jetzt weg. Verschafft uns ja doch einen deutlichen Vorteil. Ach, endlich. Und wir haben mehr als die Hälfte der Munition nur in die Kavallerie hier geballert. Da sieht man, wie lange die hier durchhalten. Ja, Glück gehabt. Jetzt muss ich also den Trupp Infanterie noch beseitigen, dass er mir nicht so auf die Nerven geht. Und wenn das getan ist, dann kann ich wieder nach Azakia vorrücken mit einer großen Armee. Allerdings habe ich keinen Bewegungspunkt mehr. Ah, Krotais hat die Minen fertiggestellt und das wird natürlich unsere finanziellen Probleme deutlich schmälern. So, was kann man jetzt hier bevorzugen? Ich glaube, wir nehmen mal lieber den Armatz. Vorhin mal ein bisschen das Gesetz. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Runde. Und hoffen wir jetzt auf einen effektiven Gegenschlag gegen Partien, dass wir zumindest Partien zurückschlagen können. Vielleicht soll ich die Stadt einnehmen, wäre natürlich perfekt. Das wäre richtig cool. Allerdings ist das auch wieder ein Weg, den es zu bestreiten gilt. Allerdings haben wir jetzt hier den eindeutigen Zahlenvorteil auf meiner Seite, wo ich wohl doch eher nutzen. Und ich glaube, ich profitiere jetzt lieber von einer langen Belagerungszeit als von einer Stadtbelagerung, also in dem Sinne im Angriff. So, was kann man jetzt hier bauen? Hier würde ich sagen, baue ich eine Kaserne, damit ich gleich hinterher schieben kann, die Verstärkung. Hier drüben gleich nochmal ein Tempel des Amats. Was haben wir hier? Diplomatische Informationen. Baubericht. Ataxata ist auch fertig. Jetzt habe ich aber kein Geld mehr. So, und dann würde ich sagen, können wir auch schon mal die Runde beenden.
Dann schmälern wir erstmal die feindlichen Truppen durch alleine die Belagerung der Stadt. Jetzt kommt noch ein Angriff von hinten. Also offene Feldschlacht kommt mir natürlich deutlich entgegen. Aber ich verstehe nicht, wieso da eine Chance von 1 zu 1 herrscht, aber gut. Die Infanterie werden wir binnen Sekunden vernichten, glaube ich. Wenn die Infanterie weg ist, dann haben wir da eigentlich auch kein Problem mehr. Dann schnappen uns noch schnell die anderen Truppen. Ich mache mir noch ein bisschen Sorgen um den feindlichen General, der zahlenmäßig sehr stark vertreten ist. Muss mir auch gleich mal angucken, wie seine Werte sind jetzt im Kampf. Ist ja vergleichbar mit meinem General. Es hat nur halt mehr Erfahrung als meiner. Dazu ist er ein guter Kommandant. Das heißt, er fliehen nicht so schnell. So, guck mal nach. Wie sieht's bei dir aus, mein Kumpel? Nahkampf 12, Fernkampf 12, Ansturmbonus 5, Defensive 15, also wird er 14 haben und 17 in der Verteidigung und hat dann noch so viele Leute. Uiuiui. So, hier kommen jetzt auch enge Formationen lassen, weil wir eben nur gegen Infanterie kämpfen müssen. Dich spalte ich mal hier, das denke ich. Hast du ähnliche Werte oder gleiche Werte? Du hast gleiche Werte sogar. Du bist ein bisschen teuer. So, dich werden wir jetzt mal hierhin ausrichten. Dich auch. Und dich auch. So, euch werden wir jetzt hier rumführen. Euch auch nochmal. Dann werden wir euch richtig niederschießen von allen Seiten. So, jetzt haben wir den Trupp komplett umzingelt. Komplett ins Kreuzfeuer genommen. Jetzt hat er eigentlich keine guten Karten mehr. Ja, man sieht schon, wie schnell er dezimiert wird. Ist halt die Kraft des Kreuzfeuers, die ich mir jetzt zu nutzen mache. Und gerade weil ich ihn jetzt im Rücken schieße, ist er ja doch deutlich effektiver geworden. Jetzt verballere ich so kaum Munition und töte recht viele Leute. Was sehr gut ist für mich. Schade, jetzt habe ich leider einen von meinen eigenen Männern getroffen. Das ist natürlich ärgerlich. So, die Infanterie wird jetzt hier komplett niedergeschossen. Das ist gut. So, wie viel hat er noch? 12. Ich würde sagen, Mission aus. Und jetzt werden wir mal schnell töten. Was erwarten Sie hier? Eine parthische Armee, wie sie im Bilderbuch steht. Ja, die Infanterie braucht ja doch ziemlich lange, bis er endlich angekommen ist. Dum, 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 dum. So, der Trupp ist jetzt eigentlich weg. Nicht mehr von Relevanz. So, reiten wir mal hier rüber und vernichten mal die Infanterie ein bisschen. Und durch dich werden wir jetzt mal ein bisschen die feindliche Kavallerie hier beschäftigen. Du sollst mal hier ein bisschen zuschlagen. Und euch werden wir jetzt hier nutzen, um die Infanterie zu zerschlagen. Oh, schön die Flanke geschossen, das ist gut. Sind sogar noch gleich viele Leute. Oh, ich schieße mal die auf den General, da haben wir so viele. So. Kurz gucken, wie gut sind deine Statistiken? Ist okay. So, den General führe ich auch herum. Schön, die östliche Infanterie nimmt hier viel auf sich. Oh, schön, wie die Bogenschützen hier reingehauen haben. Das ist gut. Jetzt setzen wir dich noch mit rein. Jetzt könnten wir eigentlich gute Karten haben. Schön Rücken reingeschossen. Oh, das ist schön. Jetzt die Kavallerie hier nochmal dazu ziehen. Und mal komplett umzingeln. Ja, der flieht sogar schon. Super. Jetzt keine Chance mehr. Und jetzt ist er tot. Das ist super. Der feindliche König wurde komplett vernichtet. Das ist natürlich super.
Jetzt fällt uns die Belagerung natürlich umso leichter. Dich werden wir jetzt auch schnappen hier hinten. Kavallerie haben wir nahezu noch komplett. Das ist auch super. So, meine Bogenschützen schießen jetzt hier schön auf die östliche Infanterie. Das ist auch super. Oh, ich führe mal herum. So, rauf da mit euch. Oh, ich brauche mal auch nochmal. Und den General nochmal dahinter stellen und ein bisschen sammeln drücken. Schade, schon Fliegertrupp ist ärgerlich. Ich kann jetzt nur versuchen, hier hinten rein zu chargen und dadurch den Sieg zu gewinnen. Für mich ja, ich habe einen deutlichen Kavallerievorteil. Jetzt nochmal hier rein. Was? Die halten sich ja recht lange. Das ist ja. What the fuck? Was macht ihr da? Oh, der Trupp flieht jetzt hier endlich. Oh, Glück gehabt. Jetzt muss der Trupp hier natürlich komplett vernichtet werden. Ob das noch was wird. General nochmal ein bisschen retten. Jetzt mal schön niederschießen. Beim Bogenschützen habe ich wenigstens Vorteil. Ich muss mal langsam eine Armee richtig aufbauen mit Infanterie, denn so habe ich gegen die Panther keine Chance. Denn kavallerietechnisch sind die ja genauso gut drauf wie ich. Aber super, jetzt kann ich hier nochmal schön den Trupp vernichten. Und dann, wenn der weg ist, dann glaube ich, dürfte so eigentlich die Stadt auch kein Problem mehr sein zu erobern. Aber warum die noch weiterschießen, ist fragwürdig. Ich habe denen eigentlich gesagt, aufzuhören. Gut, ziehen wir die einfach mal dazu. Die können die auch noch mal ein bisschen töten hier. Dann dürfen wir zumindest Kavallerie, also infanterietechnisch den komplett vernichtet haben. Echt infanterietechnisch haben die Armee jetzt komplett vernichtet und können aus die Stadt einnehmen. Ich würde sagen, das reicht. Er hat nur noch 17 Mann übrig, also ein Zehntel seiner Armee, mit der er ausmarschiert ist. Das ist ja winzig. Dann können wir uns jetzt in Ruhe der Stadt vor, also die Stadt vornehmen. Jetzt sich jetzt hier mehr Versklavung. Ich glaube, ich versklave lieber. Ja, das ist deutlich effektiver. Oh, du bist gut, dich nehmen wir sogar. Gucken wir mal. Ein hoher Steuersatz ist durchaus möglich und ein sehr hoher. Auch so geil, das ist natürlich geil. Wie sieht's mit dir aus? Ich würde sagen, jetzt können wir hier auch Straßen bauen. Jetzt, wo wir hier bei beiden die Möglichkeit haben, nicht so, also eine bessere Verbindung zu haben. Eine Stadt wächst. Kleinstadt Kotais wächst, das ist natürlich noch geiler. Zum Statthalterpalast dran wächst. Oh, nein, 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 nein. Das ist natürlich nicht so geil, dass jetzt eine parthische Armee auf mich wartet. Ich hätte mal irgendeinen Trupp reinsetzen, der jetzt zumindest ablenken soll. Werde die hier natürlich abziehen und das Geld nochmal senken. Denn es ist ja ein ganz schönes Problem, was da los ist. Oh, ich habe vergessen, Statthalterpalast zu bauen. Das ist noch schlechter. Ja. Nee, dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Wir müssen jetzt hier alle Kavallerie rausziehen und weiterziehen. War hier noch irgendwas? Nee, war nicht. Gut, wir müssen jetzt mit der ganzen Armee weiterziehen. So schnell wie möglich die hier hinten angreifen. Hier drüben brauchen wir auch noch schnell ein bisschen eigentlich was, aber haben wir nicht. Also empfiehlt es jetzt hier östliche Infanterie zu rekrutieren und hier drüben, würde ich sagen, ein Trupp Hügelbewohner, also Bergbewohner. Und den Steuersatz sinken. Erstmal. Und dann die Runde beenden. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ataxata können wir nicht schützen. Das ist unser Problem. Erstaunlicherweise greifen sie noch nicht an. Die warten lieber. Das verschafft mir noch ein bisschen Zeit und die Möglichkeit, noch ein paar Einheiten zu rekrutieren. So, hier haben wir jetzt östliche Infanterie rekrutiert.
Machen wir noch mehr von denen. Gerade die sind ja gut gegen die. Bauen wir mal einen Statthalterpalast. Vielleicht können wir den noch kriegen. Sieht's aus. Zwei Generäle ziehen wir hier ab. Und euch ziehen wir ab. Und euch. Können Steuersitz eigentlich so lassen, ja. Und die Armee von ihm, wie weit kommt die? Kommt nur bis dahin. Aber wir setzen uns mal auf den Hügel ab. Hier hinten kommt er auch noch nicht an, das ist auch gut. Mal gucken. Da hat er auch nichts Wichtiges eigentlich. Wir müssen darauf versuchen, beide Armeen gleichzeitig einmarschieren zu lassen. Das wäre so der effektivste Punkt. Ja, jetzt haben wir lauter Sachen gebraucht, aber das können wir mal im Moment nicht beachten. Da wir uns erstmal darauf konzentrieren müssen, die feindliche Armee hier drüben zu schlagen. Ja, und wie ich es erwartet habe, zieht er jetzt in meine Richtung. Oh je, der hat eine Riesenarmee. Hier hinten haben wir noch einen Spion drin gehabt. Gucken, wie weit kommt der? Der kommt bis nach dort. Ich komme bis nach dort. Ich kann noch Söldner mitnehmen, allerdings eine östliche Infanterie. Ich würde sagen, ich stelle mich hier direkt vor der Stadt auf. Nehme nochmal die eine östliche Infanterie mit. Stelle mich hier genauso vor der Stadt auf. Da habe ich jetzt aber gleich meine Verstärkung im Rücken. So, Attacks. Jetzt haben wir wenigstens eine ganze Armee hier. Zwar überwiegend Kavallerie, aber ein bisschen Infanterie haben wir ja auch. Hier rekrutieren wir jetzt mal lieber nochmal einen Trupp östliche Infanterie. Und beenden die Runde. Und wir hoffen mal, dass die Parther jetzt auf unsere Stadt zumarschieren, dass wir die auch angreifen können. Allerdings kann ich die jetzt hier schlecht einschätzen. Ich weiß jetzt nicht, wie die hier reagieren werden. Ach, die marschieren jetzt zurück auf ihre Hauptstadt, ihre ehemalige. Verständlich, dass sie die wieder haben wollen. Aber jetzt können wir auch direkt Kurs auf Angriff nehmen. Hier nochmal versuchen, ein bisschen Einheiten zu rekrutieren. Dass wir eine deutliche Überlegenheit darstellen. Wir haben ja hier überwiegend wahrscheinlich östliche Infanterie drin, deswegen haben sie so viele. Verschaffen sie auch nochmal einen Vorteil. Ist natürlich nicht schön, dass hier so viele Waffen jetzt hat. Ist hier auch unser General gestorben, ist ja auch nicht schön. Also unser Anführer, jetzt haben wir hier nun deswegen noch vier Generäle. Ja, dann beenden wir mal die Runde. Lieber spare ich mir jetzt noch ein bisschen Geld beiseite für schlechte Zeiten. Und wie ich es vorher gesehen habe, belagern sie Arsakia. Wird wahrscheinlich eine erneute Belagerung durch mich geben werden. Entschuldigung. Sodass ich hier effektiv feuern kann. Aber was haben sie denn hier? Oh, Kataphrakte haben sie mit dabei. Das ist sehr schlecht für mich. Zweimal Kataphrakte, zweimal berittene Bogenschützen, viermal östliche Infanterie, dreimal Sternschwer und einmal ein General. Ja, da sollten wir eigentlich die Oberhand halten können. Mit unserer Kavallerie. Infanterietechnisch sind wir stärker, weil wir eben mehr, also gleich viele haben mit mehr Upgrades. Nahkampfkavallerie sind wir im Nachteil. Wir haben auch mehr Generäle, was uns einen kleinen Vorteil verschafft. Denn wenn der gegnerische General gefallen ist, dann ist die Schlacht für ihn verloren. So ziemlich. Weil die Moral von Helden sehr schlecht ist. So, wir konnten unsere Städte da hinten noch ein bisschen schützen. Jetzt glaube ich, sollte ich lieber schnell was rekrutieren, bauen, was mir wenigstens gute Einheiten verschafft. Und da ist eben die Kavalleriestelle, sind momentan das Maß aller Dinge, mit dem ich mich Kataphrakt-Bogenschützen rekrutieren kann und dann einen immensen Vorteil habe gegenüber den Parthern. Dann habe ich die besten Fernkampf-Bogenschützen, die, Fernkampfkavalleristen, die es gibt hier im Spiel, so also in meiner Region. Und macht dadurch, also habe einen immensen Vorteil gegenüber den Parthern, den ich natürlich ausspielen muss. Oh, ich kann auch wieder was rekrutieren, das ist natürlich sehr gut. Jetzt die Frage, setze ich eher auf Fernkampf oder auf Nahkampf? Ich würde sagen, ich kann eigentlich ein bisschen Nahkampfkavallerie gebrauchen. Mehr kann ich mir jetzt im Moment nicht leisten. Ja, und das wird jetzt ein ganz schöner Kampf. Wir treten ja zwei Riesenmächte aufeinander. So, 3 zu 2. Uiuiui. Ich bin doch noch im Vorteil. Mal sehen, ob das was wird. Die Kavallerie von ihm ist ohne jegliche Upgrades. Meine allerdings auch nicht und ich habe weniger im Nahkampf. Dafür noch ein paar Generäle. Hab wesentlich mehr Fernkampf als er. Wird eng.
Ich habe auch noch Infanterie, Bogenschützen fällt mir gerade so auf. Also ich kann eine gute Formation aufbauen, muss hoffen, dass meine Bogenschützen lange durchhalten. Werde meine, also die gegnerische Infanterie mit Feuer beschießen, dass ich ja echt effektiver werden kann. Aber das wird ja gleich eine Riesenschlacht gegen Partien. Und wenn ich diese gewinne, dann ist das Ding erstmal hier gelaufen für die Parther. Die müssen sich dann behaupten bei Susa. Und das ist natürlich ein ganz schönes Problem für die, weil ja die Seleukiden in jedem Moment auch sie angreifen könnten. Das natürlich zu meinen Gunsten. So, sortieren wir hier mal ein bisschen. So, jetzt haben wir hier. So. Wie gehe ich vor? Ich mache mich relativ breit, dass ich den Gegner umfassen kann. Da im Zentrum sowieso meine stärkeren Einheiten sind, bin ich ja auch schon gut dabei. Hab dahinter meine Bogenschützen, hab Feuer an, damit ich die Moral ein bisschen senken kann. Meine Kavallerie halte ich hier noch an den Flanken, um ein bisschen was zu schützen, was geht. Und zumindest abzufangen. Dahinter befinden sich meine Generäle, die jetzt hier versuchen müssen, alles zu geben, was sie haben. Ja, wird ein ganz schöner Kampf. So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 8 Einheiten. Wie sagen, schicke ich 4 auf die Flanke. Schicke ich die anderen 4 auf die nächste Flanke. So. Ach, der zieht sich sogar noch zurück. Gut. Guck mal, was hat denn der Feind? Kann man jetzt von hier aus nicht sehen. Ich glaube, es wäre schlau, wenn man anfangs seine berittenen Bogenschützen ausschaltet, damit ich dann wenigstens meinen Vorteil ausspielen kann. In freien Zügen quasi. So, wie sieht's aus? Wie lange braucht er meine Armee hier drüben? Ich habe eigentlich gesagt, dass der Computer ran soll. Ja, das ist natürlich super wieder. So, euch werden wir jetzt hier gruppieren. Hier habe ich einen eindeutigen Hügelnachteil, fällt mir so auf. Ich glaube, ich werde ein bisschen scheuchen müssen durch meine Bogenschützen. Jetzt so, glaube ich, erstmal die Position an dieser Stelle hier halten. Und werde mich jetzt darauf konzentrieren, mir seine Bogenschützen vorzunehmen. Die ein bisschen zu scheuchen. Habe ich den Vorteil gegen die habe? Glaube ich, sollte ich die locker fertig machen. Ich werde mal den hier beschießen, ist glaube ich wesentlich effektiver, den wegzuballern. Endlich einen Hügelvorteil, das ist ein immenser Vorteil hier in diesem Kampf, weil sich alles durch die Fernkämpfe entscheidet. Ich meinen kantibrischen Kreis wandern, dass ich wenigstens wenige Verluste habe. Dieser eine Trupp macht doch noch ganz schön viele Verluste bei mir. Muss mir jetzt eben halt wehren. Wenigstens wird er hier ein bisschen dezimiert. Und der hier drüben auch noch. Jetzt durch den kantabrischen, nicht kantibrischen, hat mich Günther gelehrt, das heißt kantabrischer Kreis. Muss man sich erst so wieder aneignen, dass es anders heißt eigentlich. Kann ich ja wenigstens immens viele Kills machen. So, dann würde ich sagen, pausieren wir hier erstmal. Ich verabschiede mich erstmal von euch und in der nächsten Folge könnt ihr dann sehen, wie ich mit meiner armenischen Armee hier die parthische fertig mache. Oder auch nicht, keine Ahnung, wie es abläuft. Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin jetzt gefallen. Hat sich ja doch noch ein bisschen was gewendet vom Blatt. Wir sind in etwa mit den Parthern gleich auf, konnten ihre Hauptstadt doch noch abknüpfen. Dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.